Altes Holz. Altes Holz, das in jeder Ritze bereitwillig einen neuen Mikrokosmos zulässt. Alles voller Leben. Und alles bewegt sich. Bleich, leer und voller Gift liegst du da, dehydriert und halb bewusstlos in hellem Wolkenlicht. Jemand schüttet ein Dutzend Tonnen oder ein ganzer Hektar feuchter Waldboden mit tausenden Mikrokosmosen in ihm auf dich drauf. Du bist so klein. Und du liegst auf dem Grat zwischen dem Schrecken und dem Wunder, ein Mensch zu sein. Rund um die Lampe und neben der Matratze kleben hässliche Insekten. Es ist dir egal. Dein Hirn ist ein längst nicht mehr betriebener kleiner Bahnhof in einer vergilbten Gegend. In regelmäßigen, dumpfen Klirren schlägt einer mit einer Glasflasche in einen Eisenpfeiler und ruft irgendwas. Und nie kommt der Regen und niemals die Sonne. Die Fenster zwischen zweitem und dritten Stock sind fast quadratisch und der Wald sieht von weitem aus wie grünes Fell. Deine Füße kennen die Treppenabstände in diesem Haus auswendig. Alles riecht ein bisschen nach altem Stein und altem Bettzeug. Heute ist das Wetter irgendwie asexuell und weder Fisch noch Vogel. Eine zerrissene Wolkendecke und Licht, weder viel noch wenig Licht. Ein bisschen Wehmut und kalte Erinnerungen. Geschichten von früher verstecken sich hinter den Mauern. Über den Köpfen draußen und noch weiter draußen in der nächsten Stadt schweben tausend Geschichten und die Frage, ob du was damit zu tun hast, nur weil du an sie denkst, sie nicht kennst, aber irgendwie riechen kannst. Du zeichnest Tiere im Land der untergehenden Sonne und ertränkst die Mathematik der Außenwelt in schwerem, billigen Wein. Schlafen wäre vielleicht das Beste jetzt. Aber jetzt? Jetzt ist der später auch noch, jetzt gibt es gar nicht. Vielleicht schläfst du ja tatsächlich bereits, du bist dir nicht mehr ganz sicher. Doch wenn du bereits schlafen würdest, dann fändest du es ziemlich schade, übers Schlafen nachzudenken, zu träumen. Wie einfach das alles ist. Das Herz pumpt das Blut und das Blut transportiert den Sauerstoff. Kuhwiesen, Äcker und Hügel ziehen an deinem Bett vorbei. Das Herz pumpt das Blut und das Blut transportiert den Sauerstoff nur noch halb so schnell wie normal.